Amerika unter Schock nach dem Massaker. Besonders schlimm für die Eltern. Sie wussten stundenlang nicht, ob auch ihr Kind noch am Leben ist oder nicht. Wir hören hier gar nichts, nicht mal, ob es unseren Kindern gut geht oder nicht. Wir warten. Wissen Sie, an die Eltern hier wurden keine Informationen weitergegeben. Nach US-Medienberichten soll der mutmaßliche Täter sein Verbrechen bei Instagram angekündigt haben, mit einem Bild von sich und zwei AR-15 Sturmgewehren. Am Dienstag hatte er an der Robb Elementary School, einer Grundschule in Uvalde, Texas, das Feuer eröffnet. Er tötete 19 Kinder sowie zwei Lehrer. Vorher hatte er bereits seine Großmutter angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Wenig später erschossen Einsatzkräfte den Täter in einem der Klassenräume. Der sichtlich geschockte US-Präsident war zum Zeitpunkt des Massakers gerade von einer Asienreise zurückgekehrt. Beautiful, innocent. Unschuldige Zweit-, Dritt- und Viertklässler sind gestorben. Wir müssen uns als Nation fragen, wann in Gottes Namen werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten? Schulmassaker gibt es regelmäßig in den USA. Das schwerste war das von Sandy Hook vor 10 Jahren mit 26 Toten. Seitdem fordern immer mehr Amerikaner schärfere Waffengesetze. Zumindest der Verkauf von Schnellfeuergewehren solle stark eingeschränkt werden. Doch die Waffenlobby in den USA ist stark und weiß viele hinter sich. Immer bei solchen Massakern sind da Politiker, die so ein Verbrechen für sich nutzen wollen. Da gibt es dann Demokraten und Journalisten, deren unmittelbare Lösung es ist, die Grundrechte gesetzestreuer Bürger zu beschneiden. Das funktioniert so nicht und ist nicht effektiv. Allein im vergangenen Jahr gab es in den USA 61 Amokläufe mit Schusswaffen, mit insgesamt mehr als 100 Toten. Der Mörder von Uvalde soll seine Waffen an seinem 18. Geburtstag gekauft haben. Und für uns ist Stefan Simons in Uvalde. Was sind Ihre Eindrücke aus diesem Ort des Massakers? Ja, das ist jetzt eine Stadt, die total traumatisiert ist und in Schock ist. Und ich stehe hier vor dem Gemeindezentrum, das umfunktionierte Gemeindezentrum, das benutzt wurde in den letzte Nacht und am Tag zuvor, um die Opfer dieses Massakers zu identifizieren. Und hier sind dann auch die Eltern hingekommen und waren ziemlich frustriert, weil sie natürlich keine Antworten bekommen haben. Das ist jetzt vorüber. Dieses Gemeindezentrum wird jetzt benutzt, um psychologische und mentale Hilfe und Unterstützung zu Schülern, Lehrern, Schulangestellten zu geben. Und ja, die Stimmung hier ist alles andere als gut. Natürlich nicht. Schock und Trauma sitzt tief hier und wird für eine lange Zeit. Die Debatte um das Waffengesetz, das ist ja wieder voll in Gang geraten. Wie stehen die Chancen, dass der Waffenkauf verstärker reglementiert werden dürfte in Zukunft? Ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, oh ja, da wird großer Wandel folgen in den nächsten Wochen oder Monaten. Ich bin davon überhaupt nicht überzeugt und viele andere Experten genauso wenig. Wir haben das so oft erlebt hier in den USA. Wir haben mehr Massenattacken wie diese hier gesehen als Tage in diesem Jahr. Und nichts ändert sich. Amerika und die amerikanische Bevölkerung und besonders Politiker auf der republikanischen Seite scheinen nicht willens oder nicht nur nicht willens, sondern auch nicht möglich zu sein, für sie ihre Politik oder ihre Einstellung zu Waffen und Waffenbesitzen zu ändern. Ich glaube, da wird sich gar nichts ändern in der Zukunft. Wir sehen Sie nicht so gut, aber wir hören Sie ganz klar. Deshalb würde ich noch weiter fragen. Wird in den USA jetzt eigentlich auch über die tieferen Ursachen diskutiert? Also zum Beispiel über die psychische Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen? Ja, das ist ein großes Thema hier. Auch nicht jetzt seit diesem Attentat oder seit dieser Attacke und diesem Massaker, sondern in den letzten Wochen und Monaten. Und warum ist das so? Weil natürlich auch die Covid-Pandemie dafür gesorgt hat, dass viele, besonders junge Leute, denen geht es psychologisch nicht sehr gut. Und Psychologen sind
überbelastet hier in den gesamten USA, damit das wieder zurechtzurücken oder vor allen Dingen jungen Menschen auch eine neue Perspektive und psychologische, mentale Unterstützung zu geben. Das ist ein großes Thema hier. Aber wie gesagt, im Sinne von wird es angesetzt oder wird es die Einstellung zu Waffen Sie nicht mehr so gut, Stefan Siemens, aber die wichtigen Punkte sind angekommen. Ganz vielen Dank nach Uvalde in Texas. Und wir bitten, die Tonqualität und die Bildqualität natürlich zu entschuldigen.